Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. So, Freunde und Freundinnen, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talkradio zu einer neuen Woche. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht, wie immer montags zum Start unserer neuen Woche. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann ruft an. Dann mailt oder faxt, ruft an. Telefonnummer 0800 220 5050. Ich bin gespannt auf die Anrufer heute Nacht und eben auch sehr gespannt auf den Ersten. Der Erste heißt nämlich Marcel und ist 47. Ja, das ist er, ne? Hallo. Hallo Marcel. Hallo Domian. Hallo Marcel. Um was geht's bei dir? Ja, ich habe eigentlich schon ein großes Problem. Ich habe jetzt in wenigen Wochen Silberhochzeit und hatte vor 2,5 Jahren einen Arbeitsplatzwechsel und habe mich dann prompt in meinen Kollegen verliebt. In deinen Kollegen? In meinen Kollegen. Stehst kurz vor der Silberhochzeit mit einer Frau? Ja, ja. Gehe ich von aus. Familie, Kinder auch? Kinder haben wir keine. Ne? Kinder habt ihr keine. Mhm. Und hast dich in einen Kollegen verliebt? Zum ersten Mal in einen Mann in deinem Leben? Zum ersten Mal in einen Mann in meinem Leben. Ja. Früher nie solche Gefühle gehabt? Nie, nein. Nie? Nein. Sonderbar, ne? Ja. Mhm. Wie, hat er mich dann aber auch total vom Boden gerissen. Ja. Diese Verliebtheit läuft jetzt, du sagtest gerade, wann war der Arbeitsplatzwechsel? Vor 2,5 Jahren. Vor 2 Jahren. Heißt das, dass es jetzt seit 2,5 Jahren eine heimliche Affäre gibt? Nein, meine Frau weiß von dieser Sache Bescheid und auch mit ihm habe ich über meine Gefühle zu ihm gesprochen. Ja, hast du nur mit ihm darüber gesprochen oder wird's praktiziert? Nein, drüber gesprochen. Ist er auch bisexuell oder schwul? Nö, der ist heterosexuell und hat seit 7 Jahren eine Freundin. Ach so, das heißt, du hast ihm deine Gefühle offenbart? Ja. Wie hat er darauf reagiert? Der hat erstaunlicherweise ganz locker darauf reagiert und hatte vollstes Verständnis dafür. Hilft dir aber auch nicht viel weiter, ne? Hilft mir überhaupt nicht weiter. Nee, im Gegenteil, es ist ja... Da wir auch weiterhin Kontakt miteinander haben. Ja. Aber wenn du vorher, also bis zu deinem 45. Lebensjahr, überhaupt gar keine Ambitionen hattest, mit Typen irgendwas zu machen, dich noch nie in einen Mann verguckt hast, wie kam es denn dazu, dass du dich in diesen Mann so verguckt hast? Was hatte der oder was ist da passiert? Ja, ein absolutes Rätsel. Ich habe mich in seine Stimme, in ihn komplett total verliebt. Mhm. Kannst du dich noch erinnern, was das Erste war, was dich sehr angemacht hat? Was die Stimme? Die Stimme. Mhm. Mhm. So, wie lange hast du dann gewartet, bis du es ihm gesagt hast? Ich meine, das ist ja dann schon ein irrer Schritt, das jemand zu sagen, von Heteromann zu Heteromann zu sagen, hier, ich habe mich in dich verknallt. Also wir haben uns im Februar kennengelernt und im Oktober habe ich es ihm gesagt, bei einem Abendessen. Hatte sich denn bis dahin schon so eine Freundschaft aufgebaut? Eine sehr angenehme, gute Freundschaft hat sich zwischen uns beiden aufgebaut. Ja. Und das hat ihn, da er ja auch weiß, dass ich seit ewigen Jahren verheiratet bin und er ist 12 Jahre jünger als ich, hat es ihn halt auch total von Socken geholt. Mhm. Aber hatte trotzdem ein großes Verständnis für mich. Ja, aber was heißt das jetzt, Verständnis für dich? Ja, er hatte Kontakt zu mir. Meine Angst war ja, wenn ich mich ihm anvertraue, ob er denn den Kontakt zu mir abbricht. Das hat er nicht getan. Hat er nicht gemacht. Also ihr seid weiterhin befreundet oder sogar sehr eng befreundet? Ja. Aber für dich ist es letztendlich immer eine Qual, weil wenn ihr zusammen seid, du eigentlich noch ein bisschen näher an ihn rangehen würdest wollen. Natürlich, ich bin total zerrissen. Du würdest ihn gerne mal anfassen, du würdest ihn gerne mal knutschen und du würdest gerne noch mit ihm Sex haben. Sehr, sehr gerne, ja. Ja. Zu deiner Frau, deine Frau weiß das auch. Meine Frau weiß das. Wann hast du es ihr gesagt? Auch relativ zeitnah meiner Frau habe ich es circa 4 Wochen, nachdem ich mich verliebt hatte, gesagt. Achso, die Frau hat es noch eher gewusst als der Mann. Ja, nun hatte ich jetzt zu meiner Frau auch über so viele Jahre hin einen engeren Kontakt, über Jahrzehnte. Gut, ja, aber man könnte ja auch, ich finde das gut, dass du es gemacht hast, aber es hätte auch genau andersrum laufen können, dass du es ihr länger verheimlicht. Wie hat sie darauf reagiert im ersten Moment? Ich habe ja wochenlang nur geheult. So krass. Ich konnte einfach die Distanz von ihm und diese Entfernung und dieses nicht tägliche Sehen, was ich ja in der Einarbeitungszeit hatte, ich den ja täglich von morgens bis abends um mich herum. Ja.
Und das fand ich sehr angenehm und schön. Ja. Und als die Einarbeitungszeit vorbei war, da fiel ich in ein riesengroßes Loch, wo ich nur noch heulen konnte. Weil er nicht da war. Weil er nicht da war. Jetzt sag mir, wie deine Frau reagiert hat, als du ihr das gebeichtet hast. Am Anfang konnte sie das gar nicht glauben, was ich ihr sagte. Und damit hatte ich dann auch ein bisschen Entspannung und Ruhe. Mhm. Aber im Nachhinein ist meine Frau schon ziemlich geballt entsetzt und findet es grauenhaft, mit einem Mann zusammenzuleben, der schwule Gedanken hat. Hat das jetzt, kann man sagen, dass das eure Ehe, die kurz vor der Silberhochzeit steht, schon sehr durcheinander gebracht, die ganze Sache? Ja, natürlich, ja. Klar, deine Frau merkt, du bist in einen anderen Menschen verliebt, auch noch in einen Mann. Da bricht ja alles zusammen, auch an ihrem Weltbild, was bisher Bestand hatte vermutlich. Ja. Mhm. So, jetzt weiß die Frau es, der Mann weiß es. Der Mann ist aber heterosexuell. Ist da gar nichts zu drehen? Ist er nicht vielleicht doch ein bisschen bi? Oder will er nicht auch mal irgendeine Testphase durchlaufen vielleicht? Also er sagte mir, er fühlt sich dermaßen zu Frauen hingezogen, dass er da überhaupt mir nicht entgegenkommen könnte. Mhm. Was ich dann logischerweise auch akzeptiert habe. Ja, muss man auch. Also wenn er das so ganz klar sagt, dann wäre es... Weil er fühlt sich zwar in meiner Umgebung sehr wohl und fühlt sich... wohl bei mir. Ja, als guter Freund, als toller ja, Freund als guter wahrscheinlich. Freund fühlt er sich wohl. Als super Freund sogar, denn kein anderer Mann sonst wird sich so um ihn bemühen und ihn so auf Händen tragen, wie du das tust. Ja. Insofern wird er es genießen. Und solange du die Hände von ihm lässt, ist es für ihn natürlich eine tolle Sache. Und das finde ich eigentlich auch das absolut Wichtige an dieser ganzen Geschichte. Wenn jemand mir von vornherein sagt, dass er da gar kein Interesse daran hat, muss man einfach akzeptieren, ja, dass man auf einer anderen Art und Weise die Freundschaft ausleben muss. Ja. Ja, das bedarf natürlich wirklich einer Größe und einer großen Kraftanstrengung, auch deinerseits, weil du ganz andere Sehnsüchte und Gelüste hast. Du siehst ihn jetzt zur Zeit aber wieder täglich, ne? Alle 4 bis 6 Wochen. Ach so, alle 4 bis 6 Wochen. Ach so, wir ich dachte, das wäre... 200 Kilometer auseinander. Ach so, ich dachte, das wäre jetzt wieder beruflich zueinander gekommen und so. Ich meine, das geht dann ja auch, wenn ihr euch nicht so oft seht. So, jetzt und ist aber... fast täglich. Ach so, das macht ihr. Das macht ihr. Mhm. Ja, klar. Er hat eine Freundin. Mhm. Redet ihr auch so über die Beziehung? Redet ihr auch über Sex? Nein. Das nicht. Also er erzählt dir nicht, wie toll er mit seiner Freundin irgendwie die Nacht verbracht hat. Das tut er nicht. Da müsste ich eigentlich sagen, da wäre ich auch zu eifersüchtig, so das hören zu wollen. Mhm. Hast du die Freundin auch mal kennengelernt? Ja, wir verstehen uns prächtig. Weiß die auch Bescheid? Nein. Die weiß nicht Bescheid. Mhm. Also eine völlig vertrackte Situation. Das heißt, auf diese Thematik bezogen, auf diesen Freund bezogen, sitzt du im Prinzip in der Sackgasse, ne? Ja. Aber jetzt ist da was aufgebrochen bei dir. Kann das sein, dass du dich vielleicht auch in einen anderen Typ verknallen könntest? Kann es sein, dass du auch dann mal irgendwann die Erfahrung machen möchtest, mit einem Typ zu schlafen? Ich möchte zwar die Erfahrung gerne machen, aber eigentlich mit ihm. So, aber da ist ja auch immer noch deine Frau und deine Ehe. Es sind ja ganz viele Fragestellungen jetzt da. Es ist die Fragestellung, wie verhältst du dich weiter in dieser Freundschaft? Die andere Fragestellung ist, da ist eine gewisse Bisexualität, Homosexualität bei dir aufgebrochen. Wie und wann lebst du die aus? Und die dritte Fragestellung ist, mein Gott, wie kompliziert alles. Da ist meine Ehefrau. Wie lebe ich meine Ehe weiter? Kann ich überhaupt in der Ehe noch bleiben? Ne? Das sind die drei großen Fragenkomplexe, die dein Leben im Moment beschäftigen. Die Ehe ist eigentlich zu einer Bruder-Schwester-Liebe heruntergebrochen. Mhm. Schlaft ihr noch miteinander? Ganz selten. Und wenn ihr miteinander schlaft, macht es dir Spaß? Nein. Sieht das deine Frau auch so, dass das so eine Bruder-Schwester-Beziehung geworden ist? Ja. Wäre es möglich, auf dieser Basis sich sogar vielleicht etwas zu trennen? Etwas, sage ich mal. Damit jeder so seinen eigenen Weg gehen kann, aber man dennoch verbunden bleibt? Das wäre zumindest eine Möglichkeit, ja. Das würde ich auch für gut erachten, nach dem, was du jetzt erzählt hast. Was die erste Frage anbelangt, Marcel, so klingt das sehr nach unglücklich sein. Du hast dich in einen Mann verliebt, der dich so nicht zurücklieben kann, nach seinen klaren Worten. Ja. Da gibt es keine Lösung. Nein, ich bin total unglücklich und total zerrissen. Da gibt es entweder lässt du das weiter so laufen auf dieser freundschaftlichen Ebene,
Ich glaube ja, dass letztendlich einem das nicht gut tut, wenn man selbst groß verliebt ist, dass man das auf einer freundschaftlichen Ebene weiterlaufen lässt. Das kann man irgendwann machen, wenn man abgeklärt ist. Ich glaube, dass es dir, dass du immer wieder in deinen Wunden gräbst und immer wieder gräbst, wenn du mit ihm Kontakt hast. Weil der eine Wunsch immer vor Augen ist, ich will diesen Mann. Und du kriegst nur in Anführungszeichen, in dicken Anführungszeichen, nur Freundschaft. Also vielleicht hast du noch nicht genug gelitten, um zu sagen, ich gehe erstmal ganz auf Distanz von ihm und ordne mich dann mal und suche mir irgendwie eine neue Welt und eine neue Erfahrung. Ja, mein Psychologe sagt natürlich auch, mit 2 Jahren dieses durchzumachen und 2 Jahre Antidepressiva nehmen, wäre eigentlich auch mittlerweile mal ein Ende in Sicht, oder müsste meinerseits ein Ende in Sicht sein, ja, um nicht total daran kaputt zu gehen. Ja, hat er natürlich recht. Wenn du schon so weit bist und in Behandlung bist und Antidepressiva nehmen musst, wäre sicherlich der Radikalschritt gar nicht der falsche, erstmal zu sagen, komm, wir sehen uns nicht mehr. Wir machen mal ein halbes Jahr Pause. Ich ordne meine Ehe, meine Beziehung und versuche dann im Alter von 47 Jahren, das ist ja noch nicht zu spät, weiß Gott nicht, einen neuen Lebensweg zu gehen, nämlich in Richtung, vielleicht mehr in Richtung Männer. Also Marcel, aus guter, intensiver eigener Erfahrung würde ich dir dazu raten und dir sagen, lass diesen Mann los. Du bist da in etwas hinein verbissen. Du hast dich da in etwas rein verbissen, was zu keinem glücklichen Ende führt. Du ziehst den Kürzeren. Das ist das eine, was ich dir sagen möchte. Das andere ist, dass du mit deiner Ehe ein klares Verhältnis schaffen musst, finde ich. Nun hast du gerade gesagt, dass du selbst einen Psychologen hast. Dennoch biete ich dir ein Gespräch mit meiner Psychologin an, wenn du das möchtest. Gerne, ja. Ja? Heute Nacht ist Claudia hier. Das heißt, du legst jetzt auf und Claudia ruft dich an. Alles klar. Alles Gute. Recht schön, danke. Auf Wiederhören. Tschüss. 0800 220 5050, die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de, wenn ihr mir mailen wollt. Barbara, 25, hallo. Hallo. Hallo Barbara. Na, wie geht's? Ja, geht gut. Warum hast du angerufen? Ja, also, und zwar ging es ja am Freitag da drum. Da hat eine Frau erzählt, ihre Partner schlafen nicht mit ihr, wenn sie ihre Regel hat. So war's. Genau. Mhm. Und ja, bei mir ist es ein bisschen anders. Und zwar habe ich da so ein Faible für. Also ich war als Kind schon blutfasziniert. Oh, du warst selbst als Kind blutfasziniert? Ja, also ja. Ich habe das als Kind schon probiert und habe geguckt, wie sieht es aus und wie verhält sich das. Aha. Du solltest Chirurgin werden, mal kurz zwischendurch bemerkt. Nee. Also mal kurz gefragt, was machst du vom Beruf? Ich arbeite in der Holzwerkstatt. In der Holzwerkstatt, okay, was ganz anders. Kann man sich auch schon auf den Finger kloppen und dann fließt das Blut, aber du willst ja über ein ganz anderes Blut reden. Also als Kind war schon eine Faszination da. Und dann? Genau, und dann kam ich in die Pubertät hin und her. Und vor ein paar Jahren habe ich dann, wie ich meine Regel hatte, habe ich mir dann gedacht, ja, das hört sich blöd an, aber ich wollte wissen, wie das schmeckt. Mhm. Ja, so, und dann habe ich das probiert. Mhm. Und das hat mich total fasziniert. Auf der einen Seite war es ein bisschen merkwürdig und auf der anderen Seite habe ich mich ein bisschen geschämt. Und irgendwie hat es aber auch total klasse geschmeckt. Aha. Hat mich total begeistert. Ich gehe mal davon aus, dass du nur so ein bisschen probiert hast, ein bisschen abgeschleckt hast, dir den Finger oder so. Ja. Mhm. Ja. Ja, so, und dann ist es so, ich bin bisexuell. Mhm. Und ich habe seit 1,5 Jahren eine Freundin und habe mich dann bei der Freundin getraut zu sagen, dass ich das gerne mag. Ja. Und habe dann mit ihr darüber geredet, ob ich sie denn während ihrer Regel oral befriedigen dürfte. Ja. Ja, und die hat sich am Anfang geschämt und so. Mhm. Ja, fand es nicht so toll. Mhm. Und dann haben wir das 1-2 Mal gemacht und irgendwie fand sie das total klasse und hat gemerkt, oh, mich erregt das total und ich werde da total happy von. Ja. Und so, ja, und dann haben wir das weitergemacht, ja. Also, egal wer von euch beiden die Regel hatte, habt ihr es ausprobiert? Nee, also sie gar nicht, sie mich nicht. Ach so, also nur wenn sie die Regel hatte, dann hast du es bei ihr ausprobiert quasi. Genau. Und für dich war es das Schönste? Und sie hat es dann nach anfänglicher Scham auch überwunden? Ja. Ja.
Mhm. Und sie sagt heute auch, dass es so eins der schönsten Sexerlebnisse wäre, das sie hätte. Ist das wahr? Ja. Ich habe ja am Freitag die sehr gewagte These hier verbreitet, dass die meisten Männer nicht drauf stehen. Ich habe das gesagt aufgrund meiner eigenen Erfahrung und der Erfahrung aus dem Freundeskreis mit heterosexuellen Männern. Oder dass die Männer nicht gerade so scharf drauf sind, sagen wir es so. Da gab es viel Gegenstimmen, die dann gesagt haben, doch, wir finden das gut. Aber wo du das gerade ansprichst, jetzt Bisexualität und lesbischen Sex. Bei lesbischen Frauen habe ich das sehr oft schon gehört, dass die gesagt haben, wir mögen das sehr. Wir leben das miteinander aus. Also eher als in heterosexuellen Beziehungen dann, wenn ein Mann beteiligt war. Ja, ich glaube auch, dass eine Frau besser damit umgehen kann. Ja, ja. Vielleicht sieht sie selber auch die Regel als, also so ich als Zeichen für Fruchtbarkeit, für Frau sein. Ja, ja. Und das ist was ganz Wichtiges, was ich einfach gern mit einbeziehen würde in das Sexualleben. Aber du hast mit Männern der gleichen Erfahrung noch nicht gemacht. Ich habe mit Männern auch logischerweise auch geschlafen, habe auch während der Regel mit den Männern. Ach so. Also die Männer, die ich kannte, und das ging auch gut. Kein Problem mit. Ah ja. So, jetzt hast du aber gerade gesagt, umgekehrt geht das mit deiner Freundin nicht. Nee, die steht da nicht drauf. Die kann sich nicht vorstellen, mich zu dem Zeitpunkt oral zu befriedigen. Mhm. Also ist da auch bei ihr auch eine Sperre, wie bei vielen Typen dann halt auch. Genau. Mhm. Aber ist ja interessant, dass bei dir so diese Faszination mit dem Blut, generell Blut, fing dann ja schon vor der Pubertät an. Ja. Also wenn du dir in den Fingern geschnitten hast, früher war es nicht die Welt, sondern du hast fasziniert hingeguckt, oder? Ja. Ja? Ja, bei allem. Ist ungewöhnlich, ne? Die meisten haben ja Angst oder ekeln sich oder werden ohnmächtig oder weiß der Teufel was. Nee, ich finde es total klasse. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich habe ein sehr, sehr offenes Verhältnis zum Blut. Ich gehe leidenschaftlich gern Blut spenden, so oft wie möglich. eine Blutfetischistin. Ja. Ne? Wir hatten ja vor ein paar Wochen hier das Thema Blut. Hättest du auch gut reingepasst. Ja, da habe ich auch angerufen. Hast du angerufen? Ja, aber... Das hat ja nicht geklappt. Also du gehst gerne Blut spenden auch? Ja. Und sonst noch irgendwas mit Blut, wo du sagst, habe ich Spaß dran? Ich meine, das ist ja schon eine Hammer-Sache gewesen, die du gerade erzählt hast. Aber ich meine, gibt es darüber hinaus noch was? Also es ist so, ich habe mal eine Zeit lang im Krankenhaus gearbeitet. Ja. Und wusste dann, wie man Blut abnimmt. Mhm. Das natürlich gleich an mir ausprobiert, so wie ich bin. Ja. Und dann habe ich eine Zeit lang Blut für mich gesammelt. Ach, dein eigenes? Und hab das beobachtet und das setzt sich ja dann nach einer Zeit das Plasma, glaube ich, ab. Ja. Ne? Also sieht dann total schräg aus und kriegt Haut und also... Und das fandst du schön, das anzugucken? Ja, total. Ich habe da damit auch Bilder gemalt und ja... Aha. Also, das ist ja schon eher alles, doch erheblich über der normalen Grenze, ne? Ja. Was man so sagen könnte. Ja. Okay, gut, aber du hast zum Thema Menstruation angerufen und Sexualität und hast uns deine Geschichte erzählt und ich fand es interessant und viel Spaß mit deiner Freundin weiterhin. Ja, alles Gute. Vielen Dank. Tschüss, Barbara. Domia? Ja. Ich würde gerne ein Autogramm von dir haben. Dann legst du auf und wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift, okay? Okay, dann vielen Dank. Ja, tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, morgen haben wir auch wieder eine freie Themennacht, aber Mittwoch. Mittwoch ist wieder ein Thema hier bei uns angesagt und das Thema Mittwoch heißt Haut und Haare. Ja, Haut und Haare. Ich möchte gerne mit euch über Hautkrankheiten reden, über Hautverletzungen, Haut als Sexualorgan oder vielleicht auch so im übertragenen Sinne meine zweite Haut, also wenn jemand so auf Lack steht, auf Latex, auf Leder steht oder eben auch über das Thema Haare, Stichwort Haare am falschen Ort oder Haarfetischisten oder vielleicht können wir auch mit einem Haar Schamfriseur soll es ja auch geben. Reden. Ich habe neulich bei Wahre Liebe gesehen, dass es irgendwie so einen neuen Trend gibt, fand ich sehr abgefahren, dass Leute sich die Schamhaare künstlich verlängern lassen. Also mit so kleinen Rasterlöckchen, so, die sind ungefähr so lang, 10, 15, 20 Zentimeter, die werden dann angeschweißt, so nach alter hergebrachter Sitte und dann hängen die halt auch mit da unten. Ja, oder vielleicht noch im weiter übertragenen Sinne, vielleicht Haut und Haare als Indiz oder als Beweismittel für ein Verbrechen. Also das ist unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Jetzt geht's weiter mit Esra. Esra. Esra ist 20, ja, hallo. Ja, hallo Domian. Hallo Esra. Dein Thema. Mein Thema ist, ja, ich wollte mein Herz dir ausschütten und zwar...
Es geht um meinen Freund. Mhm. Das ist, also er ist ziemlich pervers. Mhm. Wie alt ist dein Freund? Der ist 30. Ja. Wie lange ist er schon dein Freund? Seit 2 Jahren. Ja. Und er ist ziemlich pervers und verlangt von mir Sachen, die eigentlich, also das darf man echt keinem erzählen. Erzähl's mir. Ja, deswegen habe ich ja auch angerufen. Und zwar, also er schlägt mich. Mhm. Schlägt er dich im Rahmen der Sexualität oder schlägt er dich so? Ja, unter anderem, aber auch so. Ja. Prügelt er auf mich ein und verlangt von mir, dass ich meinen Arm bei ihm hinten reinstecke. Wie bitte? Meinen Arm bei ihm hinten reinstecke und er wollte das. Dass ja, du deine Hand und deinen Arm ja. anal bei ihm einführst. Mhm. Mhm. Ja, und dann dann hat er mal einen Freund mitgebracht und da sollte ich mich also mit ihm Geschlechtsverkehr haben und das hat er dann auf Video aufgenommen, also auf Kamera. Mhm. Der hat dann auch das Beste war, dass ich mich mal mit einem Hund befriedigen sollte. Das kam aber nicht so weit, also es ist nicht so weit eskaliert worden. Aber er hat dann einen Hund in die Wohnung mitgebracht? Schon? Ja. Was war das für ein Hund? Das war ein Dobermann. Ein Dobermann? Mhm. Also ein großer Hund? Mhm. Und du solltest Sex ich haben sollte mit dem Hund? Mich, ja, ich sollte mich hinknien und sollte dann halt... Ist dann halt, ne? Aber dazu ist es Gott sei Dank nicht gekommen. Nee, das ist nicht so weit gekommen, Gott sei Dank. Wie kam das, dass es dazu nicht gekommen ist? Weil, ich weiß auch nicht, also da hat er aufgehört. Also der Hund, der wollte ja, also der war ja selber, wusste ja selber nicht, was der Hund wollte, ne? Und dann hat er auch, also, dann hat er auch einen Anruf bekommen und musste dann auch wieder weg. Und dann ist es nicht so weit gekommen, aber also er bringt manchmal Sachen, mit denen ich absolut nicht klarkomme. Gibt es, zu den gerade genannten noch weitere Beispiele? Ja, also er geht hin, hat Fotos von mir im Internet einfach reingesetzt, wo man mich sieht. Jetzt will er auch noch so eine Webcam, wo man mich 24 Stunden sehen kann. Mhm. Und das will ich ja alles gar nicht. Und meine Familie zum Beispiel weiß das auch nicht. Lebst du mit deinem Freund zusammen in einer Wohnung? Ja. 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 Jetzt muss ich nochmal fragen, die Geschichte mit dem, man nennt es ja Fisten. Das Bitte? Heißt, ich sag das, was du gerade gesagt hast, dass du die Hand oder den Arm in seinen After einführen musst, dazu zwingt er dich. Und das tust du dann auch. Ja, muss ich ja, sonst haut er mich ja. Ist das ja, das kann man ja mal nicht so in ein paar Sekunden machen. Das ist ja soll ich da richtig rein? Ich hab's 2-3 Mal gemacht. Da war ich auch mit der Hand schon so drinne. Ja. Und dann habe ich sie auch direkt rausgezogen, weil das mich dann angewidert hat. So, und dann steht so diese Sachen hier, ich soll ihn anpinkeln und er mich und Also ich glaube, jetzt haben wir eine ganze Menge gehört und ausreichend gehört, was da los ist bei dir, bei euch. Und er schlägt dich, sagst du. Er schlägt dich auch einfach so, wenn ihm was nicht passt oder wenn er schlechte Laune hat. Ja. Es kam schon so, dass er mich auch schon wirklich so grün und blau geschlagen hat, wo ich wirklich ein paar Wochen nicht rauskomme. Weißt du, Isra, wenn du erzählst das so, du erzählst das so ganz normal. Ja, weil das schon seit einem Jahr so geht. Und ich sitze hier und höre dir zu und es kommt immer noch es gibt immer noch eine Steigerung. Ja, bis dahin, dass du erzählst, dass er dich dazu zwingen wollte, mit einem Hund zu schlafen. Warum in Gottes Namen machst du das denn alles mit? Ich weiß es nicht. Ich verstehe es auch nicht. Es ist, du musst diesen Mann doch hassen mittlerweile. Ich liebe ihn auch über alles, hab ihn auch Angst. Ich liebe ihn zu sehr. So. Und ich liebe ihn so sehr, dass ich Angst habe, wenn ich ihn wenn ich mit ihm auseinander bin, weiß ich auch, was dann meine Familie macht. Weil die wissen ja von nichts. So, lass uns über die Familie gleich reden. Lass uns reden über dieses große Wort und den großen Begriff Liebe. Ich hänge sehr an ihn. Moment, ist das Liebe, wenn ein Mensch dich schlägt, wenn ein Mensch dich zu sehr perversen Sexualpraktiken zwingt? Kann man so einen Menschen lieben, der dich dazu zwingen will, mit einem Hund zu schlafen? Kann man so einen Mann lieben? Oder ist man abhängig von dem Mann mehr? Ja, es ist auch diese Sache. Also ich hänge sehr.
Warum hängst du an ihm? Was ist denn da, wenn man an jemanden hängt, muss man das ja auch benennen können. Was ist es? Ja, er sieht zum Beispiel sehr, sehr gut aus. Das interessiert doch niemanden so, mehr, wenn... Und ich habe ihn, also, er war ja nicht immer so. Der ist ja erst das letzte Jahr so geworden. Aber das macht doch alles kaputt, was vorher war. Ja, ich weiß, aber ich habe auch Angst, mich mit ihm zu trennen. Also, weil er mir ja auch immer droht, dass er mich umbringt und... Da haben wir es. Ich glaube, da jetzt kommen wir schon eher an den Punkt. Du hast Angst vor ihm, wenn du ihn verlässt, dass er dir etwas antut. Was ist mit der Familie? Das hast du gerade auch angedeutet. Die wissen gar nichts. Also deine Familie weiß nichts. Ja, die denken, es ist Friede, Freude, Eierkuchen, dass wir auch jetzt noch dieses Jahr heiraten werden. Wäre das für deine Familie schlimm, wenn du diesen Mann verlassen würdest? Ja, die würden mich umbringen. Du kommst aus einer muslimischen Familie? Ja. Die würden dich wirklich, die wären, ja. Auch wenn die erfahren würden, was er mit dir macht? Die würden mir das gar nicht glauben. Bist du sicher? Ja, ich bin mir da ganz auch sicher, weil die ihn sehr lieben. Die würden das gar nicht mehr glauben. Die würden denken, ich suche nur einen Grund, um mich zu trennen. Aber die können ja zum Beispiel ins Internet gehen und gucken, deine Bilder angucken. Die würden das machen, ja, wenn ich denen das sagen würde. So. Aber trotzdem würden die hinterher sagen, dass ich es selber wollte. Dann wäre ich, wär ich trotzdem die Schuld. Oder dass du gar die Bilder selbst ins Internet gestellt hast. Ja. Mhm. Zu wem hast du denn den besseren Draht? Zu deiner Mutter oder zu deinem Vater? Ja, zu keinem von beiden. Also ich habe so einen normalen Draht, aber so, dass ich jetzt mit meiner Mutter über alles reden kann, ist es nicht. Die haben halt ein ganz anderes Denken. Weißt du, ja, glaube ich auch. Aber ich bin dennoch wie abgrundtief entsetzt, dass eine Mutter oder ein Vater einem Typ mehr glauben würde als der eigenen Tochter. Ja, es ist der Schwiegersohn, das zählt viel bei den Türken. Also, ja, aber die Tochter zählt auch noch mehr, oder nicht? Ja, aber es ist nun mal so. Das ist eine ganz blöde Kultur. Also das heißt, du bist jetzt wirklich in einer absoluten Zwickmühle und Zwangssituation. Ja. Das heißt, was du auch machst, irgendwie ist für dich schrecklich. Ja. Ich habe Angst, wenn sich das jetzt noch weiter eskaliert, irgendwann mal, jetzt kommt er mit dem Hund und irgendwann mal kommt er mit mir mit irgendwas anderem an. Und da wüsste ich ja gar nicht, jetzt ist es blöd gesagt, aber irgendwann mal kommt er vielleicht mit einem Pferd an und was weiß ich was. Und also wenn du könntest, wie du wolltest, würdest du weg von dem Typ? Ja. Ja, wenn es also keine Komplikationen gäbe und die Familie zu dir stehen würde, würdest du sagen, lieber heute als morgen raus aus der Beziehung. Und das musst du auch über kurz oder lang, weil du kaputt gehst, Esra. Ja. Du bist ein junges Mädel von 20 Jahren. Du hast jetzt schon so viel Scheiße mitgemacht. Und wenn der so drauf ist, du hast recht, es gibt ja immer noch eine Steigerung. Und wenn ihr erstmal verheiratet seid, dann sieht er dich noch mehr an als sein Eigentum. Ja, das sieht er ja jetzt schon. Jetzt schon, ist klar. Ja, ja. Der ist ja jetzt schon so. Also ich darf ja gar nichts. Also die Lösung wäre, das habe ich ja aus vielen traurigen Gesprächen gelernt von Mädels, die in deiner Situation sind oder waren, eine Flucht quasi, ne? Ja, also weg von dem Mann, weg von der Familie. Eine Aufgabe aller Beziehungen, die man bisher hatte. Ja, und wohin soll ich denn dann gehen? Ich fange ja dann ich habe ja gar nichts dann. So wäre es dann, ja. Also deine Situation ist wirklich sehr, sehr, sehr schlimm, Esra. Weil alles, was jetzt zu tun ist, ist für dich schlimm. Wenn du da bleibst, ist es schlimm. Wenn du den Radikalschritt machst, ist es auch ungeheuer schwierig am Anfang. Aber du musst was unternehmen, es kann ja nicht so weitergehen. Ja. Du bist in ein paar Jahren bist du ein seelisches Wrack, du bist völlig kaputt dann. Ja, das bin ich ja jetzt. Jetzt schon. Ja, so. Sag mir mal eins, wenn ich jetzt irgendwie weggehen würde oder so weglaufe und der würde mich dann finden, was meinst du, was dann passieren würde? Ich weiß, was dann passiert. Musst du mir nicht erzählen, ich bin darüber informiert. Aber ich weiß auch, dass es einige Mittel, Wege und Tricks gibt für Mädels in deiner Situation. Die werden wir jetzt hier auf dem Sender nicht besprechen. Damit wäre dir und den anderen Frauen auch nicht gedient. Das machen wir jetzt gleich unter zwei Ohren quasi, nämlich meine Psychologin und du, ihr werdet jetzt weiter telefonieren. Okay. Und es gibt einige Tipps, die wir dir geben können. Das ist immer noch alles sehr schwierig, aber du kannst darüber nachdenken, ob du dem nachgehen möchtest. Ja?
Dann wünsche ich dir von Herzen alles, alles Gute und hoffe, dass du es irgendwie schaffst, wie auch immer. Du legst bitte auf und die Claudia ruft dich jetzt sofort an und dann könnt ihr reden in Ruhe. Okay, danke schön. Alles Gute von Herzen. Ja, tschüss. 0800 220 5050, die Telefonnummer und die Faxnummer 0800 220 5051. Wir haben heute eine freie Themennacht und übermorgen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema Haut und Haare. Geschichten möchte ich von euch hören oder wir können darüber reden, über Haut im weitesten und engen Sinne des Wortes und über Haare, Haargeschichten. Doris, 35, guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. Hallo. Dein Thema, Doris. Ja, jetzt kommt es mir so nichtig vor, nach dem, was ich da gehört habe. Bei mir ist das Problem, das sich aus meiner Jugend her bis zum heutigen Tage hinzieht, dass wenn ich einen Mann kennenlerne und alles ist ganz wunderbar, dass ich dann in kurzer Zeit, wenn ich merke, dass er mich richtig liebt, dass ich nicht anfange zu ekeln. Ach. So richtig körperlich und psychisch mich vor dieser Person ekle. Und das war konstant quasi dein ganzes Leben so? Ja, gut. Ich möchte meinen, dass ich jetzt keine feste Beziehung hatte. Also ich war auch 7 Jahre verheiratet und habe auch 3,5 Jahre mit einem Mann nach der Scheidung zusammengelebt. Und da war das nicht so? Mit meinem Mann, wir haben uns nur am Wochenende gesehen und haben eigentlich recht schnell geheiratet aufgrund eines Auslandsaufenthaltes. Und da war ich ja nun halt verheiratet. Also da bin ich sozusagen durch. Nur war das halt während der Ehe auch schon so. Moment. Ja. Verheiratet ist ja nun ein formaler Vorgang. Hat das Heiraten und das Verheiratetsein dir den Ekel genommen von dem Mann? Nein, er war dann 3 Monate auswärts. Ich bin dann nachgeflogen und es ist dann halt klar, wenn man sich so lange nicht sieht, miteinander geschlafen hat. Also es war dann schon für mich, er hat mich nicht vergewaltigt, um Gottes Willen, aber so vom Gefühl her, weil... Also es war dann auch nicht so doll für dich? Genau. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich die ganzen 7 Jahre lang vor ihm geekelt habe, aber es war doch schon so, dass... Ein Ringen für dich. Es war nie entspannt. Du hast dich nie fallen lassen können bei dem Mann. Doch, auch, weil er hat mich auch abgöttisch geliebt und alles. Aber es war so letztendlich so im Gesamten gesehen. Ich fand dann immer andere Männer begehrenswerter, obwohl er wirklich ein ganz... Oder auch noch ist. Er ist auch noch ein sehr guter Freund von mir. Immer interessant fand, ne? Und wie wär's mit dem und alles drum und dran. Also nochmal gefragt, 7 Jahre verheiratet, das heißt so ganz los, ich formuliere es mal so, ganz los geworden bist du selbst das Ekelgefühl nicht deinem Mann gegenüber? Nein, also das kam dann schon phasenweise und ich habe mich halt auch aufgrund dessen von ihm getrennt. Er ist ein ganz, ganz toller Mensch und Mann. Und bezog ich fand halt einfach unfair, ihm sozusagen eine Traumfrau im Wege zu stehen. Ne? Immerhin hat es 7 Jahre gehalten. Ne? Er hat mich auch sehr geliebt. Aber es hat wahrscheinlich auch so lange gehalten, weil sehr viel Distanz immer dazwischen lag, zwischen euch. Nee, das eigentlich gar nicht. Doch zum Teil auch aufgrund seines Jobs. Genau, aber ja. Also ich habe ihn auch immer gefragt, was er an mir liebt. Ich konnte es einfach nicht verstehen oder er war zu lieb auch. Jetzt erklär du mir, was das genau für ein Ekel ist, wenn ein Mann sich dir nähert oder wenn es zu einer engeren Verbindung kommt. Ist es der Ekel auch vor Sexualität? Nee, also zum Beispiel, das fing ja wie gesagt in der Jugend an, dass ich meinen Freundin schon gesagt habe, oh Gott, ich werde nie heiraten oder so. Ne? Ich fange mich ja immer schon vorher an zu ekeln, bevor ich mit ihm richtig zusammenkomme. Da bin ich wochenlang in einen verliebt. Dann kommt es dazu tatsächlich, dass man so ins Gespräch kommt und dann holt er mich ab zu einem Date. Und vorher kannte ich ihn halt so mit 3-Tage-Bart und so und auf einmal steht er da total glatt rasiert und mit gegeltem Haar vor mir. Und dann sitzt da Ekel ein. Das liegt aber jetzt nicht an der Rasur und im Doch. Na gut, aber er war ja nicht anders, oder? Ich habe nur gesehen und das ist halt, wenn ich ein Date habe, ich suche förmlich danach, ne? Moment, oder liegt es wirklich jetzt daran, dass er sich rasiert hat, oder lag es daran? Er sah halt auf einmal anders aus und ich hatte irgendwie den Aufhänger, ne? Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur an dem Aussehen liegt. Vielleicht auch an der Tatsache, er kommt jetzt noch einen Schritt näher an mich ran, durch die Verabredung. Nee, das war ja so vom Beginn, also sexuell bin ich überhaupt nicht abgenagt. Also früher, das war
Habe ich sehr geliebt. Also ist es immer so, dass der Ekel dann entsteht, wenn die Männer dann plötzlich anders aussehen? Oder wie verstehst du? Wenn ich mir darin sicher bin, dass sie in mich verliebt sind, dann fange ich an, sorgfältig zu beobachten, was mir nicht gefallen könnte. Also ich suche, wie gesagt, förmlich nach, das kann ein Krümel zwischen den Zehen sein, das kann können auf einmal die Ohren sein, die mir auf einmal zu groß erscheinen. Das meinte ich gerade damit. Du suchst es dir wahrscheinlich dann auch aus. Ne? Dann war es da der Bart, der plötzlich weg war, oder hinterher sind es die Fußnägel oder weiß ich was. Wenn es dann sich nur vernähert hat, das Ganze. Mhm. Das ist aber eine schlimme und belastende Sache, finde ich. Ne? Das heißt, ich finde es sehr traurig. Ja, sehr traurig. Viele liebe Männer damit auch wehtun. Zum Teil. Ja, und du dir selbst auch, weil du ja letztendlich alleine bleibst. Ja. Naja, also ich habe jetzt nicht das Problem, einen Mann kennenzulernen. Nein, aber letztendlich eine richtige, entspannte Beziehung kannst du da nicht führen. Ja, also meine Freundin, wenn die hören, ich habe einen ganz tollen Mann kennengelernt, ja, wir hören uns in 2 Wochen. Mhm. Ne? Und das ist leider so, dieser Rhythmus. Du bist 35, sagte ich gerade jetzt. Wie lange bist du solo? Ich bin jetzt mit ein paar Unterbrechungen, weil dann halt auch diese Vorfälle wieder eintraten, 5 Jahre Single. Mhm. Vorher habe ich mit einem 3,5 Jahre zusammengelebt, aber das hielt auch nur so gut, weil der regelrecht Zuckerbrot und Peitsche mir gegeben hat, unbewusst, ne? Dass ich mir also seiner nie sicher war. Ist mit Sicherheit etwas Komplexes und mit Sicherheit etwas Kompliziertes, was tief in der Seele, in der Psyche verwurzelt ist. Was man so mit einem Schlag mit Sicherheit nicht sagen kann und du auch nicht. Du denkst ja seit Jahrzehnten darüber nach, vermutlich, was das ist. Hast du versucht, dem mal auf die Spur zu kommen? Naja, man liest und hört ja so viel und gerade so rein psychotherapeutisch ist ja nun sehr viel offenbart worden. Und dann liest man ja halt meistens Verhältnis zum Vater. Ich bin adoptiert, ich wurde mit 4,5 Jahren adoptiert. Und das Verhältnis zu meinem Vater war nicht so das Beste, also auch sozusagen Zuckerbrot und Peitsche. Ja, ne? Also ja. Um Liebe sozusagen wirklich ringen zu müssen oder Anerkennung. Hm? Also wir wollen jetzt nicht im psychologischen Nebel stochern, aber die Richtung ist, finde ich schon sehr richtig. Wenn, ja, aber das nützt mir ja nichts, der Ekel ist ja trotzdem da. Ja, aber na gut, also ich meine, du bist ein sehr verkopfter Mensch, ne? Bitte? Du bist ein sehr, sehr verkopfter Mensch. Kann das sein? Ja, ne? Was machst du vom Beruf, wenn ich fragen darf? Ich bin selbstständig in der Kosmetik. Ja, also eine rational vorgehende Frau, ne? Aufgrund schon weniger. Also ich bin schon ziemlich emotional. Zwei Seelen sind in der Brust wahrscheinlich. Ja. Nein, worauf ich hinaus will ist, wenn das so ist, und es ist so, wie du es gerade geschildert hast, und es ist für dich einfach, es verkompliziert das Leben, es macht das Leben könnte schöner sein, sagen wir es so. Wenn das nicht wäre, ne? So könnte man es ausdrücken. Dann versuche doch, Doris, gemeinsam mit einem Psychotherapeuten dem auf die Spur zu kommen und das zu lösen. Warum habe ich nicht die Zeit? Ach. Nee, im Ernst nicht. Du hast doch eine Stunde in der Woche Zeit, irgendwo hinzugehen zu einer Person deines Vertrauens und dich damit zu beschäftigen. Ja, aber A, muss man Platz finden und B, ich denke mal, da gibt es so viele andere Schicksale, die so einen Platz eher benötigen als ich. Ne? Gut, mit Sicherheit gibt es das. Ich habe auch, kann sein, dass ich habe den Eindruck, dass du dich auch ein bisschen scheust davor? Nein, überhaupt nicht. Nein. Mir wurde ja mal von einem Psychotherapeuten, ich war jetzt, den kannte ich einfach so telefonisch, der sagte, die können nur Wege aufweisen. Ja. Und er hat mir so einige Wege sozusagen vorbereitet, aber die endeten alle halt damit, dass ich durch diesen Ekel durch muss. Mhm. Gut, das war eine Beratung am Telefon, ne? Ja. Ja, nee, das bringt's nicht, das ist es nicht. Nein, du brauchst eine konstante Beratung über ein Jahr, sag ich mal. Ein Jahr. Ein Jahr. Ein Jahr, jede Woche einmal. Ja. Warum nicht? Das ehrt dich sehr, wenn du sagst, es gibt andere Leute, die haben es noch dringender. Aber das lass mal den Psychologen oder dem Psychiater oder dem Psychotherapeuten entscheiden. Mach es. Dann hast du ein Ding, was dich jetzt seit so langer Zeit belastet, hast du vielleicht vom Tisch. Vielleicht. Und du lebst entspannter und anders. Wir geben dir gerne ein paar Tipps, wohin du dich wenden kannst, in deiner Umgebung. Mhm. Ja? Mhm. Dann machen wir es so. Legst du auf, wir rufen nochmal an. In Ordnung. Und viel Erfolg. Danke. Tschüss. Tschüssi. Hier ist die Anna. Hallo Anna. Hallo. Hallo Anna. Und da ist auch noch Katrin, ne? Katharina. Du bist Katharina. Meine Freundin. Habt ihr so ein Doppeltelefon?
Nee, nicht wirklich, aber steht auf Freisprecher, die Anna hört zu. Ich merke schon an der Qualität. Also ich kann gleichzeitig mit euch beiden sprechen. Ja, genau. Katharina und Anna haben mich in der tiefen Nacht angerufen. Ja, genau. Warum? Ja, wir haben folgendes Problem. Also uns fehlen die Männer. Wir lernen nicht wirklich. Oh. Ja. Wirklich? Wir haben da beide Probleme. Also die Anna ist so, dass sie eigentlich nie ohne Freund auskommt. Ja. Und ich bin eher so, dass ich beziehungsgestört bin und nicht wirklich jemanden an mich binden kann, beziehungsweise dann Panik bekomme, wenn es intensiver wird. Haben wir gerade schon so ein bisschen auch was gehört aus der Richtung. Wie lange seid ihr beiden Hübschen denn schon jetzt Single? Also Anna ist seit September Single und ich eigentlich schon seit letztes Jahr Mai. Ja, also September geht ja noch. Mai ist, na gut, also ein Jahr dann. Ja gut, aber ich hatte halt noch nicht wirklich eine Beziehung. Ich hatte bis jetzt immer nur Freunde und das Längste, was ich hatte, war 3 Monate. Ja. Und bei mir ist das halt wirklich so, dass ich nach dieser Zeit das Gefühl habe, dass ich dann Panik bekomme vor zu viel Nähe und ja einfach vor der Intensität einer Beziehung, dass ich dann schnell Schluss mache. Das sind immer so Begrifflichkeiten, mit denen ich nicht so viel anfangen kann. Ich habe Angst vor der Intensität einer Beziehung. Da steckt ja noch immer was Konkretes hinter. Da kann ich so nichts direkt mit anfangen. Was bedeutet das denn, Intensität einer Beziehung für dich? Ja, ich habe das Gefühl, dass ich Schwierigkeiten damit habe, einen Mensch zu nah an mich ranzulassen. Und 3 Monate ist für mich so eine Grenze, wo ich sage, in der Zeit kann ich mit jemandem Spaß haben, auf einer relativ oberflächlichen Art und Weise. Und danach wird es dann halt so, dass ich Angst habe, der Mensch könnte mich so nah kennenlernen, dass er mich unten vielleicht verletzt oder so, denke ich mal. Ah ja, das ist der Grund, ne? Dass man Angst hat, verletzt zu werden, vielleicht auch Angst hat, fallen gelassen zu werden, Schmerzen aushalten zu müssen, Liebeskummer und so weiter. Ne? Ja, in die Richtung. Gab es denn, ich spreche jetzt mit Katharina, ne? Mhm. Ja, gab es denn, Katharina, in den letzten Jahren schon mal zumindest einen Typ, in den du eigentlich schon sehr verliebt warst? Nee, also ich hatte bis jetzt noch nicht wirklich große Gefühle für einen. Mhm. Okay, würde ich auch sagen, 19 Jahre ist auch noch okay, muss auch noch nicht passiert sein. Also, dass jetzt da jemand steht, dass man denkt, boah, das ist jetzt mein Lebensmann und die ganz große Sache. Da würde ich jetzt auch ein bisschen lockerer und entspannter rangehen, dass der noch nicht gekommen ist, finde ich nicht schlimm. Aber auf der anderen Seite finde ich schon, dass du einfach da dich auch ein bisschen selbst trainieren solltest, dass du mehr riskieren solltest. Dann lass ihn einen Schritt näher ran. Dann riskiere es auch, vielleicht hinterher mal verletzt zu werden. Das gehört auch zur Liebe dazu. Zur Liebe gehört auch dazu, Schmerzen aushalten zu müssen. Das geht gar nicht anders. Ja gut, also das wollte ich wieso jetzt in Zukunft angehen, das wirklich auch mal auf mich zukommen zu lassen. Ja. Das akute Problem von Anna und mir ist im Moment, dass wir nicht wirklich die richtigen Männer dafür kennenlernen. Ach so. Anna, jetzt muss ich dich mal fragen, wo geht ihr denn immer so hin, um die Männer, die Jungs kennenzulernen? Die Anna möchte, glaube ich, gar nicht mit dir sprechen. Ach, die will gar nicht. Okay, dann machen wir einfach weiter jetzt, Katharina. Wo geht ihr denn hin, um Jungs kennenzulernen? Also wir sind eigentlich schon jedes Wochenende unterwegs und auch unter der Woche einfach mal so, wenn wir in der Stadt sind und welchen Cafés. Ja. Aber speziell halt jetzt halt am Wochenende in Düsseldorf, so sind wir auf dem Checkers und in Nachtresidenz und halt in so kleinen Diskotheken. Also gut auf der Rolle schon. Wir halten schon kräftig Ausschau und sind eigentlich auch mal interessiert, aber wir werden einfach nicht so direkt angesprochen. Wenn wir angesprochen werden, dann eher auf eine ganz dumme Art und Weise. Jetzt frage ich mich natürlich, warum wollen die beiden sich nur ansprechen lassen? Warum sprechen die beiden nicht auch Jungs selbst an? Ja, das kann man natürlich auch machen. Ja, kann man auch. Wenn man auf einen selber zukommt. Warum? Also ich finde eigentlich beides ist doch okay und beides ist gut. Was meinst du, wie viele Jungs sich freuen, wenn endlich mal ein nettes Mädel auch initiativ ist und selbst auf einen zukommt und nicht immer wir etwas machen müssen? Also, wenn ihr beiden, ich gehe mal davon aus, dass ihr absolut okay und durchschnittlich gut oder vielleicht sogar sehr gut ausseht. Ja, ich würde überhaupt nicht nur durchschnittlich. Nicht nur durchschnittlich, also. So, ihr seid beide aktiv, ihr geht auf die Rolle. Ihr werft euch wirklich ins Leben hinein. Bisher hat es noch nicht geklappt. Bitte? Wir lernen ja auch Männer kennen. Also speziell ich auch bin schon auch manchmal sehr direkt und gehe auch auf Männer zu. Ja. Nur ich habe manchmal das Gefühl, dass wenn man auf Männer direkt zugeht, dass sie dann direkt von einem denken, dass man für alles zu haben ist. Und ich habe auch schon öfter Erfahrungen gemacht. Ich hatte auch schon einige One-Night-Stands und dann
bekomme ich halt so raus. Insofern. Weißt du, auch wenn die das eventuell denken sollten, was auch nicht immer der Fall ist, würde ich mich davon auch gar nicht irritieren lassen als Mädel, sondern ich würde das so weitermachen. Wenn du einen Typ oder wenn ihr einen Typ gut findet, sprecht ihn an, geht auf ihn zu. Und dann wird das schon passieren, dann wird das schon laufen in der nächsten Zeit. Und wenn es noch ein paar Monate dauert, okay, ist halt so. Also da letztendlich kann man da gar keinen großartigen Rat geben, als macht weiter so, wie ihr das bisher macht. Seid nur selbst ein bisschen mehr initiativ und seid geduldig. Es wird schon passieren, bin ich ganz sicher. Wenn ihr jetzt zu Hause sitzen würdet und Däumchen dreht und nur jammert, dann passiert nichts. Aber ihr seid ja vitale Mädels und dann wird das auch klappen. Ja, magst du kurz noch mit der Anna sprechen? Ja, wenn die Anna mit mir aussprechen möchte, gerne. Ja, hi Domian. Hallo Anna, schön, dass du auch jetzt dran bist. Das Problem an der Sache ist auch einfach so, als ich die Katharina kennengelernt habe, wir kennen uns jetzt noch nicht allzu lange. Ja. Das Problem ist einfach, die Katharina ist fast 2 Meter groß. Aha. Und das ist auch ein großes Problem, das auch wirklich die Männer auch wirklich abschreckt. Die hat einen ganz anderen Modestil. Sie läuft ganz anders rum. Also wenn man das jetzt vergleicht, wir laufen hier in Wuppertal rum. Die wird schief angeguckt, die wird von der Seite angemacht und das verletzt mich als Freundin auch sehr. Ja. Hat sie nicht gerade gesagt, dass ihr in Düsseldorf auf der Rolle seid? Natürlich, darum sind wir ja gerade in Düsseldorf auch unterwegs, so. Weil die Leute. Was? Ach so, ja, ich sagte nur ach so, ja, ja. Ach so, ja, weil die Leute einfach auch Katharinas Stil nicht akzeptieren, die Größe, da werden blöde Sprüche gedrückt, also das ist wirklich echt schlimm. Ja. Das hört sich für dich jetzt vielleicht wirklich komisch an, ja, 2,19 und einmal 20-Jährige. Nein. Also wenn du mir jetzt sagst, dass Katharina 2 Meter groß ist, dann nehme ich das schon noch ernster. Ich habe gerade gedacht, weil sie es auch so gesagt hat, dass ihr normal oder sogar normal gut noch besser aussieht als der Durchschnitt. Da ist das natürlich schon unnormal mit den... Wie groß ist sie ganz genau? Katharina ist 1,85. Na gut, dann... Das sind noch keine 2 Meter. Das geht ja auch noch. Also 1,85 ist ja noch cool. Eine schöne junge Frau, 1,85. Das ist super, super, super Persönlichkeiten. Das ist wirklich problematisch, ne? So, ihr beiden, jetzt aber Schluss mit der Jammerei. Ihr geht jetzt ran an die Jungs, die euch gefallen. Und dann wird es doch, mit Sicherheit wird es klappen in den nächsten Monaten. Bin ich fest von überzeugt. Okay? Alles klar. Okay, ihr beiden. Alles Gute und viel Glück. Ja. Tschüss. Die Mädels. Michael, 20, guten Morgen. Hallo. Hallo Michael. Also mein Thema hat auch was mit Gewalt zu tun. Ah, wieso auch? Auch, weil wir gerade eben schon was mit dem Kerl quasi hatten. Ja, das war schlimm, ja. Genau, richtig. Das hat mich auch richtig geschockt. Und mein Thema ist, wir schlagen uns gegenseitig. Wer ist meine wir? Meine Freundin und ich. Achso, ihr schlagt euch gegenseitig. Genau. Einfach so aus Spaß oder in der Wut? Leider aus Wut. Mhm. Leider. Wir sind 3 Jahre zusammen, haben seit 4 Monaten eine kleine Tochter, aha, sind beide 20 Jahre alt, ja, gehen noch zur Schule. Mhm. Und das fing so kurz vor der Schwangerschaft fing das an. Irgendwie durch kleine Streitereien ging sie auf mich los und hat mir einfach mal eine gegeben, so aus Spaß, habe ich dann auch so hingenommen. Ja. Dachte ich, zurückschlagen kannst du nicht, ist ein Mädchen, machst du nicht. Ja. So halt aus Spaß ein bisschen hin und her und ein bisschen, wie man halt im Bett so rumtobt. Ja, und das wurde aber dann, blieb nicht dabei, das wurde dann immer fester. Mhm. Also dann habe ich mal einen blauen Fleck gehabt oder so. Und das habe ich dann aber alles hingenommen, habe gesagt, ach, naja, so schlimm ist das nicht und so, das wird schon alles wieder werden. Ja. Und das sind die Hormone und so, also dann halt kam das ja in die Schwangerschaft rein. Ja. Und das wurde aber doch noch schlimmer. Das ging dann halt quasi bis auf, wir hauen uns auf die Fresse. Also, kann man so sagen. Ist ja ziemlich assi, ne? Ja, genau. Wirklich. Aber hallo assi. Genau. Wie oft kommt das zurzeit so aktuell vor, dass ihr euch gegenseitig die Birne poliert? 1 bis 2 Mal pro Woche. 1 bis 2 Mal die Woche? Genau. Also es ist so. Und heftig dann? Ja, nicht wirklich heftig. Also das Maximale ist wirklich ein blauer Fleck. Na gut, aber immerhin. Aber ihr schlagt euch ja ins Gesicht. Nee, auch nicht. Aber, Also nur, da würde ich auf jeden Fall schon mal nicht hinschlagen. Mhm. Aber ihr schlagt ernsthaft zu und es ist ernsthaft gemeint. Genau. Es ist nicht so eine Flachserei, dass man sich mal irgendwie einen Schubs gibt und... Doch, damit fängt es halt immer an, aber das eskaliert dann halt dementsprechend immer. Tut es dir dann hinterher leid? Auf jeden Fall, tut es ihr hinterher auch leid? Wir liegen uns danach in den Armen und heulen und es tut uns leid und das kommt nie wieder vor und 2 Tage später ist es genau das Gleiche wieder. Wie ist das denn überhaupt sonst und so in eurer Beziehung jetzt, in eurer sehr, sehr jungen Familie? Eigentlich läuft es gut. Ja. Also es ist immer noch große Liebe. Auch seitdem das Kind da ist, ist alles noch im grünen Bereich. Ja, es gab jetzt 3 Monate wirklich. Jetzt die ersten 3 Monate waren wirklich knallhart. Ja.
Aber wir wohnen nicht zusammen. Also für mich war es nicht so knallhart, für sie eher. Ach so, ihr wohnt nicht zusammen. Genau, ich wohne alleine. Also ich wohne bei meiner Mutter und sie wohnt alleine mit der, Kleinen. Und warum wohnst du nicht bei ihr auch? Das war mir deswegen noch zu riskant, weil ich dachte nicht, dass da noch mehr eskaliert und dass wir uns dann wirklich in die Gurgel gehen. Ja, aber... So, aber jetzt ist es schon so, dass du sagst, das ist nicht in Ordnung. Genau. Ich war heute Morgen erst bei einem Psychologen deswegen, weil ich gesagt habe, das kann nicht so weitergehen. Ich bin halt so jemand, ich bin immer mein Leben lang friedlich gewesen. Mhm. Das geht nicht so weiter. Mhm. Da muss irgendwas sein. Habt ihr ihm das geschildert und so? Mhm. Also ich kenne die noch von früher. Meine Eltern haben sich mal scheiden lassen. Da war ich mal als Jugendlicher da. Ja. Und habe ich ihm was geschildert. Und er meinte so, das wäre lächerlich. Wir verhalten uns wie Dreijährige, die sich um einen Lolli prügeln. Ja. Und sollen endlich erwachsen werden und sollen halt ausführlicher drüber sprechen und dann würden wir es schon in den Griff kriegen. So, aber ich hatte dir halt jetzt letzte Woche schon gemailt und deswegen bin ich halt froh, dass ich jetzt mal durchgekommen bin. Nur erwartest, ich hoffe, du erwartest jetzt nicht von mir den super, super mega Ratschlag. Und nee, bist, nicht wirklich. Und ab morgen ist dann wieder alles gut. Nicht ich meine, was dein Bekannter, der Psychologe, da gesagt hat, die Richtung ist natürlich schon richtig. Ist auch so, genau. Ne? Es ist letztendlich, steckt dahinter die Aussage, reißt euch am Riemen. Ihr seid zwei, wenn auch sehr junge, aber erwachsene Leute. Ihr tragt Verantwortung. Ihr habt ein Kind jetzt, ein 4 Monate altes Kind. Genau. Da müsst ihr keine Psychotherapie machen und keine Psychoberatungsstelle und diesen ganzen Kram müsst ihr alles nicht machen. Genau. Das liegt in eurer Hand, euch da zu disziplinieren und einfach eure Streitereien auf einer anderen Ebene zu halten. Ja, auf dem Verbalen. Ja, ihr beide, also wenn es ist ja auch nicht so wirklich schlimm und ernst, ne? Genau, also noch nicht. Noch nicht, eben. Das heißt, jetzt kann man da noch Einhalt gebieten. Ja, genau. Also einer von beiden wird es schaffen müssen und das wird auch gehen, davon gehe ich aus. Immer in der entsprechenden Sekunde zu sagen, nee, komm, stopp, hör auf, wir fangen jetzt wieder an, das machen wir jetzt nicht. Und geht aus dem Zimmer raus Sie schließt mich dann ein. Bitte? Sie schließt mich dann ein. Ja. Nein, ihr müsst euch irgendwas im wachen Zustand, im entspannten Zustand, müsst ihr euch absprechen. Was ihr tun sollt, wenn es dabei ist zu eskalieren. Dass einer wird immer die Vernunft noch zu packen kriegen und es dann tun. Zu gehen. Mit dem Einschließen weiß ich nicht. Dann wirst du ja noch verrückter wahrscheinlich. Ja, genau, oder? Das stimmt. Das ist auch nicht. Dass man einfach dann sagt, dass man ein Signal gibt, pass auf, es eskaliert jetzt wieder, ich gehe. Oder irgend so etwas. Müsst ihr hinkriegen, Mensch. Ja, das ist eine Idee. Muss auch funktionieren. Ja, da muss man sich jetzt zusammensetzen, ihr beiden. Denkt euch da einfach so eine Technik aus und dann klappt das auch. Ja, ich hoffe es. Ne? Schönen Gruß an deine Freunde. Werde ich ausrichten. Tschüss. Vielen Dank, tschüss. Und hier ist die Maggie. Ja, hallo. Hallo Maggie. Hi. 26. Mhm, genau. Mhm. Mein Thema ist der Selbstmord von meinem damaligen Nachbarn, der ist Karl. Mhm. Und es hat mich hart getroffen. Wann ist das passiert? Vor 5 Jahren. Vor 5 Jahren? Mhm. Und das war dein damaliger Nachbar? Genau, der hat mir also in der Tür gegenüber gewohnt. Und war der so alt wie du? Ich war damals 21 und er war, ist verstorben, war er 60? Ja, 60. Ach so, also ein älterer Mann schon. Mhm. Mhm. Und welche Verbindung hattest du zu diesem Mann? Eine sehr gute. Also wir sind zusammen einkaufen gefahren oder wir haben auch mal zusammen Bier getrunken oder einen Tee und Es war keine Liebesbeziehung, keine Hand? Nein. Also es war einfach nur mein Nachbar und wir haben uns super gut verstanden. Eine gute Bekanntschaft, kann man sagen. Bitte? Eine gute Bekanntschaft. Genau. Mhm. Genau. Und wie hat er das dann getan? Er hat sich die Pulsadern aufgeschnitten mit einem ganz normalen Küchenmesser. Ja. Also diese, wo man mit Kartoffeln schält. Und ist daran dann auch verstorben? Genau. Und wer hat ihn gefunden? Ich mit meinem damaligen Freund. Du? Hattest du denn einen Schlüssel zu der Wohnung? Also es war so, dass wir ihn 3 Tage nicht gesehen haben. Mhm. Und das kam uns komisch vor, weil er hatte einen kleinen schwarzen Hund. Mhm. Und den hat er ja jeden Tag Gassi geführt oder hat ihn rausgelassen und der Hund ist bei uns auf der Wiese rumgelaufen. Mhm. Und da wir dann den ersten Tag ihn nicht gesehen haben, den Hund oder Karl, kam uns schon komisch vor, den zweiten Tag.
Und ich habe dann noch auch so blöd geflaxt, ja, wer weiß, vielleicht liegt er ja tot nebenan. Mhm. Einfach nur so aus Spaß. Und am dritten Tag kam uns das dann noch seltsamer vor, als wir den Hund nicht gesehen haben oder Karl. Hörte man denn den Hund nicht in der Wohnung irgendwie bellen oder sich irgendwie bemerkbar machen? Nein, also gar nicht, hat nicht gebellt, nichts. Mhm. Und eine andere Nachbarin, die wohnte uns gegenüber und die hatte selber einen Hund und die ist dann manchmal mit den Toni, so hieß der Hund, spazieren gegangen. Mhm. Und die kam und die meinte, Mensch, den Toni sieht man ja gar nicht und was ist denn da los? Und also da wart ihr alarmiert nach den drei Tagen. Genau. Und dann beschlossen wir haben geschaut von außen, sein Wohnzimmer, Fenster war auf. Ja. Und dann haben wir uns eine Leiter geholt und einen Schraubenzieher und weil das Fenster auf Kippe war, konnten wir halt an die Schrauben ran und mein damaliger Freund ist reingeklettert. Ja, genau. Und dann hat er uns die Tür aufgemacht. Mhm. Und ich und die damalige Nachbarin, also Maria, sind wir rein und haben einen ganz verstörten Hund in der Küche vorgefunden, der sich total irgendwie gefreut hat, um uns zu sehen. Also ich glaube, überhaupt jemanden zu sehen. Mhm. Und da hatten wir schon ein ganz komisches, einfach ja ein flaues Gefühl im Magen. Und dann hat Michel, so hieß mein damaliger Freund, die Schlafzimmertür aufgemacht und dann haben wir gesehen, wie Karl da mit Unterhose und ein Unterhemd bekleidet lag und die Arme weit von sich gestreckt und alle beide Pulsadern waren quer aufgeschnitten. Das heißt, dieses Bild ist eingeprägt in deiner Erinnerung, das wirst du wahrscheinlich nie wieder loskriegen. Ja, genau das und der Geruch. Ach, der Geruch des Blutes, wie das Schlafzimmer gerochen hat. War das zur Sommerzeit? War es warm? Ja, das war im August. Jetzt ist das Ganze 5 Jahre her. Karl war, ich sag jetzt mal, ich meine das nicht böse, nur ein Bekannter, es war kein enger Freund von dir. Dennoch rufst du heute, nach so vielen Jahren, deshalb bei mir an zu diesem Thema. Was genau treibt dich dann noch so sehr um, wenn du an diese Vorkommnisse denkst? Dieses Bild damals von ihm, dann der Geruch, die Wohnung wurde Tage später ausgeräumt und ich kannte den einen, der die Wohnung ausgeräumt hat und ich ging da rein und dieser Gestank hat mich monatelang verfolgt und es war so, dass ich auch teilweise nicht allein auf Toilette gehen konnte, weil ich Angst hatte. Ja, weiß man und warum? Ich habe mich auch unheimlich schuldig gefühlt. Ich wollte gerade fragen, weiß man, warum der Mann das gemacht hat? Er hat einen Brief hinterlassen und der hatte immer einen großen Disput mit unseren Nachbarn, mit unserem Nachbarn, der ganz oben wohnt. Mhm. Er hat versucht, ihn immer das Leben zur Hölle zu machen, wegen irgendwelchen Nichtigkeiten vor Gericht geschleppt. Aber jedes Mal hat dieser Nachbar verloren und Karl hat immer gewonnen und der hat nur ständig immer gepiesackt und da halt stand, dass er halt den Druck nicht mehr aushalten kann und dass der Hund halt zu dieser Nachbarin gehen soll. Und die... Und du machst dir Vorwürfe, dass du ihm nicht genug zur Seite gestanden hast? Oder? Ich habe mir damals diese Vorwürfe gemacht und eigentlich möchte ich gerne den Menschen Mut machen. Nach wie vor macht mich dieser Gedanke oder dieses Bild unheimlich traurig, aber weil ich mir damals Schuldgefühle eingeredet habe, dass vielleicht, er hat mich ein paar Tage davor angerufen und meinte, Mensch, Maggie, komm doch vorbei und er wollte nur 50 Mark geben, weil er mir geschuldet hat und ich bin da nicht hingegangen, weil ich krank war. Ja. Ich war erkältet und ich meinte, Mensch, Karl, wenn es mir die Tage besser geht, so, dann komme ich vorbei und dann können wir reden. Du sagst gerade, du wolltest den Leuten Mut machen, inwiefern? Inwiefern? Viele, viele Menschen, die von dieser Welt gehen und dann andere Menschen einfach sie finden oder es sind vielleicht nahe Freunde, dass sie oft dann Schuldgefühle machen, dass wir eigentlich gar nicht schuld dran sind, sodass wir vielleicht einfach den Menschen nicht helfen konnten, weil wir nicht vielleicht wussten, dass es das Leben wahrscheinlich sind es auch noch viele andere Sachen gewesen, die ihn dazu bewogen haben. Wahrscheinlich nicht nur ausschließlich dieser Nachbarschaftsstreit, sondern viele Dinge, die du vielleicht auch gar nicht weißt oder erahnen kannst, die aus seinem... Ja, vielleicht war er ein sehr einsamer Mann, vielleicht war er tief unglücklich. Einsam war auf jeden Fall, er hatte nicht so viele Kontakte, dazu war er auch alkohol- und tablettenabhängig. Ja, siehst du, ja. Und er meinte auch, dass er halt schon mal versucht hat, das Leben zu nehmen. Ja, ja. Und es war einfach so heftig, dieses Bild da vor mir zu sehen, aber im Nachhinein fühle ich einfach nicht mehr diese Schuldgefühle, habe ich sie nicht mehr. Ah ja, das ist ich kann frei auf Toilette gehen. Also diese ganzen Dinge, die mich monatelang verfolgt haben, sind einfach nicht mehr da. Und also fasse ich deinen Anruf auch so ein bisschen als Appell auf, dass man da schon sehr differenziert rangehen soll mit den Schuldgefühlen und das. Aber viele Leute haben es und verständlicherweise auch, aber du hast natürlich völlig recht, bei den meisten ist es unbegründet. Ja.
das ist schon wahr. Jetzt ist die Sendung vorbei, Maggie. Okay. Aber wir haben noch doch gut reden können. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe. Ja, dir auch. Und hey, mein Freund, der versucht jedes Mal bei dir durchzukommen, aber irgendwie, ich weiß nicht, ob seine Themen nicht spektakulär genug sind. Ich weiß es auch, ich kann es nicht sagen. Jetzt muss ich Schluss machen, die Sendung ist gleich vorbei. Okay. Tschüss, alles Gute, tschüss. Bye. In der Technik, Gundel Blendin. Und morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Dann wieder mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss. Es ist 2 Uhr. Vom Rundfunk Berlin-Brandenburg hören Sie Nachrichten. US-Präsident Bush will sich zur Stunde mit einer Grundsatzrede an die Amerikaner wenden.